Mio bello, bello, bello amore, sei il mio paradiso. When you say I'm yours, when you ask me to stay, siamo soli, solo il mondo. Mein Name ist Kira Petrov. Ich bin Sängerin, Schauspielerin und Regisseurin. Ich wohne in Bremen, bin Stellvertretende bei Bremer Integrationsrat und leite seit 4 Jahren das Theaterstudio 11 und den Verein Integration durch Kunst e.V. Geboren bin ich in Sibirien, in eine künstlerische Familie. Als ich gerade 14 geworden bin, kam ich mit meinen Eltern nach Deutschland. Ein halbes Jahr weinte ich jeden Tag und wollte zurück. Ich wurde in der Schule gemobbt, mir fehlte die Sprache, um mich zu verteidigen, und ich gab mich auf. Die Kunst hat mein Leben gedreht, hat es gerettet. Also nahm ich mir vor, nachdem ich Musical-Ausbildung absolviert habe und Regiestudium in Moskau begann, auch den anderen zu helfen. Durch gezielte und pausenlose Arbeit haben wir nach 3 Jahren unseren eigenen Raum aufgebaut. Das Kulturzentrum der Integration. Das Theaterstudio 11. Wir haben Erfolge als Kollektiv, indem wir Preise auf Festivals gewinnen, indem wir Preise, zum Beispiel den Senatspreis gewinnen, also Integrationspreise. Aber auch wir haben persönliche Erfolge. Sprich, wir haben einige Jugendliche, die früher hauptsächlich Mobbingopfer gewesen sind, aus denen haben wir selbstbewusste Persönlichkeiten gemacht. Also für mich ist das alles. Ich bin nicht wirklich der Typ gewesen, der mit Leuten abhängt, weil das war für mich immer fremd, mit den Menschen zu unterhalten. Es war immer zu Hause und zu Hause. Aber das Theater hat mich geöffnet. Also durch Schauspiel lernen wir sozusagen vor Publikum zu stehen und deswegen werden wir halt selbstsicherer. Ich glaube, dass Integration durch Kunst eine große Bereicherung ist für Bremen. Das, was Integration durch Kunst macht, ist etwas, was es in der Stadt so zuvor noch nicht gegeben hat. Es ist etwas, was sich sehr stark mit Migrationsgeschichte und Theater befasst und das gut zusammenbringt. Dadurch, dass der Verein ja nicht über so große finanzielle Mittel verfügt und irgendwie versuchen muss, also mit wenigen Mitteln trotzdem große Effekte zu erlangen, finde ich, das ist unglaublich gelungen. Zum Beispiel bei dem Stück Du bist was Besonderes gibt es ja gar nicht viele Requisiten, aber es gibt diese Masken. Und diese Masken haben eine unglaubliche Wirkung und unterstützen die Botschaft, die da gesendet werden soll, in besonderer Weise. Im künstlerischen Bereich haben wir 2 Grand Prix abgeräumt. Einmal auf nationaler Ebene beim Nationalen Theaterfestival in Hannover und auf internationaler Ebene jetzt im Januar 2014 beim Theaterfestival Kultur on Tour. Das war ein sehr interessantes Projekt. Da hatten wir als Schirmherr Dr. Henning Schärf gewonnen. Da sind aus 4 Ländern Theatergruppen aufeinander getroffen. Die haben untereinander geschafft, sich verschiedene choreografische Elemente beizubringen. Eine unglaublich schöne Atmosphäre. Es hat mich alles sehr gerührt. Und dann habe ich dazu geguckt, wie die jungen Leute auf der Bühne versucht haben, ihre Performance, nennt man das ja, darzustellen. Das hat mich alles sehr angerührt, weil man merkte, das ist im Übergang. Also der Kundige merkt sofort, das sind junge Menschen, die haben einen Migrationshintergrund, die allermeisten aus Osteuropa. Und die sind nun hier angekommen. Die wollen hier auch wahrgenommen werden als die neue, junge Bremer Generation. Mir ist eindrucksvoll in Erinnerung, dass eben durch Kunst, durch die Ausdrucksformen von Tanz, Theater und Musik ganz wichtige Themen angesprochen sind, zum Beispiel die Integration. Und deswegen haben wir uns gefreut, nicht nur, dass der Verein einen Preis gewonnen hat, sondern dass der Verein einen ganz wichtigen Beitrag dazu leistet, dass junge Menschen
selbstbewusst werden, mit ihrer Migrationsgeschichte selbstbewusst umgehen und dass der Verein mit seinen Möglichkeiten, vor allem die Aktiven des Vereins, mit ihren Möglichkeiten einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass wir in Bremen gut zusammenleben können. Das schätze ich sehr. Also deswegen wünsche ich Ihnen und wünsche uns allen, dass viel mehr bereit sind, sich auch finanziell zu beteiligen an solchen Projekten wie Integration durch Kunst. Junge Menschen, die sich mit Kultur, egal über welche Sparte, auseinandersetzen, das ist immer sehr positiv und auch für die persönliche Entwicklung, weil es eben halt auch dazu beiträgt, wenn Menschen sich öffentlich präsentieren, dass es das Selbstbewusstsein stärkt, dass es wahrscheinlich auch einen guten Beitrag für das Erlernen der deutschen Sprache bringt. Also ich glaube, ihr seid an der Stelle ganz wichtig. Hier ist etwas ganz Besonderes in dieser Stadt und das verdient eure Aufmerksamkeit. Man kann über Kunst Persönlichkeit entwickeln. Also Kunst ist nicht nur so, wie man Mathematik lernt oder Lesen und Schreiben lernt, was alle ganz selbstverständlich finden, sondern Kunst hat was mit Kopf und Seele und Persönlichkeit, Identität, mit ich traue mich, was zu sagen, zu tun. Und wer das schafft, der wird selbstständig, der entwickelt Persönlichkeit. Und das ist fundamental wichtig für das weitere Leben. So viel Kraft und Zufriedenheit, wenn man sieht, wie die anderen Leute dank deiner Hilfe sich entfalten, sich stärker und selbstbewusster fühlen. Ich wünsche mir, dass unsere Arbeit bundesweit anerkannt wird und dass wir in jeder großen Stadt eine Integration durch Kunst haben. Denn es gibt noch so viel zu tun. Es gibt so viele junge Menschen da draußen, die genauso wie ich damals am Verzweifeln sind und denen geholfen werden muss.